Mega-Cyberangriff oder Mega-Hack. Hackerangriffe machen derzeit weltweit Schlagzeilen. Dabei muss es nicht unbedingt Promis oder Politiker treffen. Auch deine Daten können geklaut werden und einen erheblichen Schaden anrichten. Deshalb zeigen wir dir, wie du in 5 Schritten ein sicheres Passwort erstellst und dich damit besser schützt. Schritt Nummer 1. Wähle ein möglichst langes Passwort. Je länger, desto besser. Ein sicheres Passwort besteht aus mindestens 8 Zeichen. Für sensiblere Informationen, wie zum Beispiel dein WLAN oder dein Online-Banking, empfehlen wir 12 bis 20 Zeichen. Schritt 2. Vermeide ein gängiges Wiederholungsmuster oder eine Tastaturreihe. Neben der Länge ist auch die Komplexität wichtig. Vermeide deshalb eine ganze Zahlenreihe, wie 1, 2, 3, 4, 5, 6, oder eine ganze Tastaturzeile, wie querz. Schritt 3. Klein- und Großbuchstaben sowie Sonderzeichen und Ziffern verwenden. Eine Kombination daraus erhöht die Sicherheit. Schritt 4. Vermeide bekannte Daten oder Namen. Wähle keinen Namen aus deinem Freundeskreis oder deinem Familienkreis, den Namen deines Haustieres oder von deinem Lieblingsstar, den man leicht erraten kann. Dein Passwort sollte im besten Fall auch nicht in einem Wörterbuch vorkommen. Denn Hacker lassen elektronische Wörterbücher durch Anmeldemasken laufen, wenn der Verdacht besteht, dass dein Passwort eine sinnvolle Zeichenkombination sein könnte. Schritt 5. Für jedes Benutzerkonto ein eigenes sicheres Passwort setzen. Sich nur ein Passwort für alle möglichen Benutzerkonten zu merken, ist zwar viel leichter, aber riskant. Denn wirst du einmal gehackt, hat der Hacker für alle möglichen Accounts, die du mit diesem Passwort schützt, Zugriff. Außerdem solltest du die Verknüpfung mehrerer Online-Dienste mit demselben Benutzerkonto vermeiden. Registriere dich zum Beispiel mit Facebook nicht bei einer weiteren Plattform. Als Faustregel gilt, je schwerer ein Passwort zu merken ist, desto sicherer ist es. Deshalb empfehlen wir dir, ein zentrales Passwort festzulegen und nach den 5 Schritten zu bearbeiten. Wähle eine Aussage oder eine Frage aus, die du dir gut merken kannst. Je kreativer, desto besser. Hier mal ein simples Beispiel. MLP Financify ist dein Gesprächspartner in allen Finanzfragen. Zuerst nimmst du jeden Anfangsbuchstaben eines jeden Wortes und baust dadurch ein Grundgerüst. Danach baust du Sonderzeichen und Ziffern dazu. Und jetzt kannst du das Passwort für alle möglichen Benutzerkonten anpassen. Überprüfe, ob deine Daten bereits geklaut worden sind. In der Vergangenheit haben Hacker eine Riesenanzahl an Datensätzen geklaut und teilweise veröffentlicht oder für den Identitätsdiebstahl genutzt. Online kannst du bei verschiedenen Prüfdiensten checken, ob von dir bereits Daten geklaut worden sind. Auf bestimmten Webseiten kannst du dann deine E-Mail-Adresse eingeben und bekommst dann per Mail eventuelle Datenleaks zugeschickt. Übrigens kannst du auch überprüfen lassen, ob andere sensible Informationen wie deine Bankdaten, deine Telefonnummer oder deine Anschrift bereits veröffentlicht worden sind. So, das waren unsere 5 Schritte, wie du ein sicheres Passwort erstellst. Probier's doch gern mal aus und ansonsten bis bald.